Man betet und spricht der Geißel zu, wie sich das für anständige Leute gehört. Was bedeutet denn jetzt wieder Geißel? Was heißt anständige Leute? Der haut sich mit der Peitsche auf den Rücken. Warum sollte man sowas tun? Na gut, ich kann es verstehen, warum man sowas tun sollte, aber ohne Partner? Um unsere Schwäche vor dem Herrn Pryos darzulegen und sie uns auszutreiben, natürlich. Übt ihr schon mal, falls ihr als Sklave mal irgendwo gefangen genommen werdet? Ich meine, beeindruckend, dass ihr schon übt, aber ich glaube nicht, dass man das üben braucht. Nein, ich glaube auch nicht. Ich habe ja sagen lassen, in Oren gilt das als Talent. Sich selber peitschen? Ja. Ja. Verstehe. Aber ihr solltet wirklich euch andere Hobbys suchen, um euch ein wenig zu entspannen. Ich könnte euch da durchaus helfen. Eure Art von Entspannung kann ich an den meisten Tagen dann doch verzichten, Karinor. Ein gutes Bad im Tempel würde euch sicherlich gut tun. Eine gute Massage ebenfalls. Wir mieten doch jetzt die Thermen, da kann man doch auch baden. Es geht um die Gesellschaft, nicht um das Baden. Warum genau. Kann man nicht in Gesellschaft bauen? Dann seht ihr, Abel, mir versteht es. Als wir noch als wir noch knappen waren, haben wir auch immer zusammen im Fluss gebadet. Das ist nicht das Gleiche. Verstehe nicht, was das der Unterschied ist. Ähnlich, soll. Aber ja, nun, es gibt feine Unterschiede. Eure Mitknappen haben euch sicherlich nicht die Schmerzen Schulter massiert und euch etwas Freude verschafft, wenn ihr erschöpft wart. Nein, aber manchmal gab es mitten im Bachbett Überraschungsfechtstunden, wenn mein Schwertvater dabei war. Das war immer das Nervigste von allen. Das wundert mich nicht, dass ihr viel im Fluss damals gefochten habt. Aber naja. Haben wir denn jetzt alles organisiert? Ihr besorgt Pferde. Ich besorge Sicherheit. Ich besorge noch die Einladungen. Die müssen gedruckt werden und verschickt werden, beziehungsweise persönlich überbracht werden. Ich werde, glaube ich, werde die Daumen auch kümmern. Ich könnte meinen Onkel fragen, ob er hilft, eine ordentliche Liste zusammenzufassen und wie man so etwas formuliert. Meine Frau hat eine Idee. Als Botschafter hat er ein wenig Ahnung davon. Und er kennt vermutlich auch ein paar Leute. Genau, und vielleicht können wir über ihn auch einige Leute erreichen, die wir sonst nicht so leicht erreichen. Wir benötigen aussehen Personal, Zelte und Tische noch und Stühle. Stellt die Therme sowas nicht? Tische und Stühle werden wir in der Therme bekommen. Und Zelte auch? Wollt ihr denn mit Zelten? Ich dachte, dass wir eben... Ich denke, Zelte... werden wir vielleicht nicht brauchen, wenn doch, das sollte sich sowas besorgen lassen. Vielleicht auch als Vorbereitung dafür, was wir danach vorhaben. Stimmt. Ich denke aber, das sind zwei sehr verschiedene Arten von Zelten. Ich dachte mir, überdachte Zelte, wo man sich unterstellen kann vor Regen, vor zu viel Sonne. Nicht zwangsläufig sollte das was anderes sein. Wir könnten solche Zelte auch gut auf der Reise gebrauchen, falls es regnet und wir Vorräte schützen müssen. Das stimmt. Aber so ein großes Zelt ist teuer. Wir wollen es ja nur mieten für jeden Tag. Erstmal. Was mieten? Mieten. Zeitweise Überlassung gegen eine Gebühr. Wir werden nachfragen, ob sie so etwas stellen können. Wenn nicht, schauen wir einmal, wo wir etwas herbekommen. Und wir sollten jetzt gleich aufbrechen zum Theater. Und vielleicht jetzt auch schon nachfragen, ob in den Thermen Platz ist. Wir müssen doch jetzt noch Gewänder für morgen besorgen. Das kann ich übernehmen. Ich werde zum Ingrim-Tempel gehen und dort nach der Zunft der Schneider fragen und Empfehlungen einholen. Vielleicht finde ich jemanden, der zu uns kommt und direkt maßschneidern kann. Das wäre schon in der Tat das Beste. Wie spät soll das anfangen? Diese Feier. Damit ich weiß, wann ich die Söldner anheuern muss. Ich würde sagen, vor Sonnenuntergang, damit wir diesen noch bewundern können. Wir müssen auch bedenken, dass die Arena des Wagenrennens außerhalb der Stadt ist und die Leute erst anreisen müssen. Nun, die Thermen sind ja auch außerhalb der Stadt. Also soll ich sie so 5 Uhr, 6 Uhr, was meint ihr? Wann beginnt das Rennen? Morgens um 10.
Aber es werden ja noch einige andere Kämpfe dort ausgetragen. Kämpfe, an denen wir auch teilnehmen müssen. Aber wollen diese hohen Herrschaften nicht erstmal nach Hause sich umziehen und dann kommen die dahin? Oder ist das hier anders? Die werden doch nicht mit denen... Ja, wir sollten ihnen genug Zeit lassen, definitiv. Ihr könnt die Söldner trotzdem schon vorher gebrauchen. Wir müssen noch die Parkanlagen durchsuchen, die Therme durchsuchen. Ja. Und für die äußere Sicherheit sorgen. Also sie sollten sie nicht erst zu dem Zeitpunkt bestellen, wenn die ersten Gäste eintreffen. Also soll ich sie schon mal so gegen 12 dahin bestellen? Das wäre und dann... Es muss alles vorbereitet sein, wenn das Fest losgeht, das stimmt. Doch ein Stab für das Fest um 6, denke ich, ist unangebracht, ja. Dann benötigen wir auch Fackeln, um den Park zu leuchten. Ich bin mir sicher, dass die Thermen selber das stellen können. Ich denke auch. Nun gut, das werden wir herausfinden müssen. Werdet ihr denn den Schneider hier wieder hinbestellen und wir treffen uns alle wieder hier in 3 Stunden oder so? Können wir das so machen? Wann fängt der Ball an? Bald. Also wir haben es jetzt ungefähr 13:30 Uhr, 13:30 Uhr, und der Ball wird dann so gegen 18 Uhr eröffnet. Also zu heute wird uns keiner mehr Kleidung herstellen, das glaube ich nicht. Dann müsst ihr mit auf der Stange. Das wird ein Wunder gleichen. Und ich brauche ja im Grunde nur jemanden, der meinen Wappenrock pflegt. Also jemand dafür wird sich finden lassen, aber trotzdem, auf der Gala können wir nicht mit geflickten Sachen umherlaufen. Nehmt da Sachen von der Stange und lasst sie euch instant anpassen. Bei uns zu Hause kommt man in Eisen zu solchen Veranstaltungen. Und... Ich will nichts sagen, aber... bin etwas größer als der normale Mittelreicher. Sowas hat man eigentlich nicht auf Stange. Ja, ich lässt sich auch meistens ganz schnell anpassen. Hier rum. Ja gut. Also könnt ihr das organisieren, dass wir uns alle wieder in 2 Stunden hier treffen und ihr bringt dann den Schneider mit, Isaron? Wenn ich einen finde, dann werde ich den mitbringen. Sehr gut. Ausgezeichnet. Wer möchte jetzt aufbrechen in Richtung des Theaters? Das wäre wohl ich. Ich glaube, ich bin der Einzige von der Truppe, der damals dabei war. Nein, aber mir auch. Das stimmt auch gar nicht. Ömer war auch dabei. Ömer auch. Ach, sorry, ich vergesse Ömer immer. Ich fange einfach mal von oben an. Abelmir. Wo möchtest du hin? Ich würde gern ins Seelange das Essen organisieren. Die Magier, falls sie vorhanden sind. Und ich würde gerne eine Druckerei aussuchen, damit wir die Einladung drucken können und entsprechend ja, gestalten können. Gut, dann hast du erstmal was zu tun. Seelander, da brauche ich dann eine Anzahl für die Personen, und wenn du ein Gängemenü im Seelander bestellst, was geliefert werden soll, das ist jetzt zwar keine Weite, also so weit ist es nicht in Richtung der Bade- und Schellerthermen, aber ist es halt eine Lieferung nach außen und das muss schnell passieren und eben in einer Situation, wo wenig Vorräte da sind und das muss teuer eingekauft werden, 10 Dukaten pro Person. Ich rechne so mit 50 plus x Personen. Also, wie viele Essen sollen gekocht werden? Wir sind hier im Seelander, mein Herr. Ja, wir sind 70 Personen halt. 70. Das heißt, ich werde Essen in hochwertiger Qualität für 70 Personen bereitstellen, ja? Mhm. Gut. Soll ich selber ein Gericht zusammenstellen, was dann den Herrschaften mundet? So etwas wie Ochsenzungen, oder möchten Sie selber die Hand drauf haben? Ihr könnt mir einen Vorschlag geben und ich werde ihn durchsehen und genehmigen. Also gut, dann werde ich, wo kann ich Sie erreichen? Hier in der Vorhalle, ich warte so lange. Ausgezeichnet. Habt ihr ebenfalls, ich benötige die Hilfe von 2 fähigen Illusionisten. Ja, da kann ich Ihnen, wenn Sie möchten, habe ich auch selbstverständlich Kontakte. Unser Haus ist natürlich ein Ansprechpartner für Organisationen öfter einmal dieser Art, und da kann ich Ihnen den großartigen Theophrastos präsentieren.
Der gehört zwar nicht zu unserem Etablissement, aber wir können ihn dazu buchen. Gut, hat er auch einen Kollegen, der ihm unterstützen könnte? Oder meint ihr, eine größere Feier, dafür ist ein Illusionist ausreichend? Nun, das ist natürlich auch immer ganz davon abhängig, wie viel Geld Sie in die Hand nehmen mögen. Nun, ich dachte an die Summe von 50 Dukaten. Also gut, Theophrastus Spectaculus. Ich werde ihm das Angebot unterbreiten und dann kann ich Ihnen einen Anschlagspreis nennen. Des Weiteren kennt ihr eine gute Druckerei, in der hochwertige Einladungen erstellt werden können? Auch das kann ich weitergeben, wenn Sie mögen. Wie gesagt, wir sind nicht nur ein Hotel, sondern Ansprechpartner für solche Organisationsdinge. Und wenn Sie eine Einladung drucken möchten, dann können Sie das selbstverständlich auch bei uns tun. Für heute Abend bräuchte ich noch Schneider, die für eine Anzahl etwa 5 bis 6 Personen Kleidung so nicht herstellen, aber zumindest verändern, sodass man an einem größeren Ball teilnehmen könnte am Hofe. Habt ihr solche? Selbstverständlich Personen? Können wir auch das organisieren. Bis heute Abend? Bis heute Abend. Ja. Wo soll denn die Anprobe stattfinden? Ich würde vorschlagen, entweder hier oder bei mir zu Hause, bei der Witwe Protz. Selbstverständlich können wir auch das in die Wege leiten. Wir werden einfach einige Kleider, einige Anzüge bereitstellen und dann bis zu dieser Dame liefern lassen. Gut. Es ist eine größere Person anwesend, also bereitet sie schon mal vor, dass sie die Kleider anpassen müssen und ändern müssen. Auf Größe. Auch das wird notiert. Selbstverständlich daher. Nun dann. Falls ich noch Fragen habe, ihr findet mich draußen. In der Lounge. Nach 5 Minuten kommt ein ziemlich strenger Koch mit einer Koch-Chefmütze auf dem Kopf auf dich zu. Ist wohl auch mit einem Namen versehen. Er heißt wohl Störrebrand. Also gut, ich habe etwas zusammengestellt. Hört mir zu und nickt das so ab. Der erste Gang. Zar. Aperitif in Farben des Regenbogens. Dazu Zars bunte Häppchen, Auswahl, Gemüsepastete von jungen Möhrchen und Tomaten, Schnitzel an der roten Rübe und zarte Kartoffelchen. Der Gang 2. Fex. Fexen zwinkernder Gruß aus der Küche, gereicht mit Nebelwasser. Geheime Zutaten, die werde ich nicht offenbaren. Nun, Gang Nummer 3. Raja, Koschamazungen und Bosporania-Soße auf Brot, Wurzscheiben, dazu rote Arivora Bosporania mit Rosenblütendekor. Gang Nummer 4. Ingrim, Vorspeisenplatte, Feuer und Rauch, geräucherter Bärenschinken, Edelhartwurst, würziger Schafskäse aus der Heimat, der Zyklopen, feurige Sekrami und bestes Gareta-Gerstenbrot aus Meister und dazu helles Verdocker Gerstenbräu. Nun, dann kommen wir zum Praios, der Sonnenteller Praios, von der Flamme geküsstes Rindfleisch, gebraten in feinstem Praios-Blumenöl, in einer Soße aus Gilascana Pfeffer, als Beilage glasierter Ellenwiener Sonnengemüse, begleitet von Elfenreben Rotwein in den Sonnenhängen der Goldfelsen, Gang Rondra, deftige Speckflaumen in Safttunke auf Blutwurstragout und Schwarzbrot, dazu süßer Rotwein, Arivona Blut, aus dem Hause Jastellona. Effert, imperiales Meerestier allerlei mit blauem Preilos-Hummer, gelesenen Effertfrüchten und Bodies-Ammer in Meeressalzkruste auf Senftunke, begleitet von reinstem Angequellwasser. Nun, Travia, Torwaller Rübenwürstchen in Honig nach hausgemachter Art, dazu geeiste Gänselebercreme, gereicht von warmen Honigmet, Gangboren. Trüffelgefüllte Ravioli Almadana Art auf thulamitischem Joghurt mit Orangeneis und dazu echter uturischer Kaffee. Er klappt sein Buch wieder zu. Eine hervorragende Wahl. Was empfiehlt ihr für Weine? Die sind natürlich zu den Gängen, habe ich doch eben vorgelesen. Diese Weine, hört mir zu, diese Weine sind exquisit. Und sie werden zu diesen Gängen speziell gereicht. Ah, verstehe.
Nun gut. Eine hervorragende Wahl, wie gesagt. Der Zeitpunkt ist vermutlich der dritte Parein. Und schafft ihr dies? Ja, selbstverständlich. Immerhin sprecht ihr mit einem Störrebrand. Gut. Dann bereitet diese Speisen für 70 Personen etwa zu. Liefert sie voraussichtlich in den Bardo- und Cellar-Term ab. Falls sich diese Lokation ändert, werde ich euch Bescheid geben. Und ansonsten betrachtet euch als beauftragt. Zu gütig. Nötigt ihr eine Vorauszahlung? Ich bin der Koch. Ich kümmere mich nicht darum, dass Geld gehandelt wird oder wohin es geliefert wird. Ich koche. Ich lasse kochen. Nun gut. Und ihr steht mir meine Zeit. Dann damit dreht er sich um und geht weg. Verzeiht, mein Herr. Störrebrand ist leider etwas, nun ja, ein Meisterkoch. Ich muss mich leider für ihn entschuldigen. Ja, ich müsste mich nicht entschuldigen. Ein Meisterkoch muss sich niemals entschuldigen. Trotzdem möchte ich euch darum bitten, dass dieses Verhalten ist dem Hause Selander sehr unangenehm. Wir werden ihn trotzdem nicht maßregeln können. Immerhin ist er ein Störrebrand. Das ist kein Problem. Ja, er ist ein anerkannter Meister seines Faches. Sonst würde er hier nicht arbeiten, vermute ich. Selbstverständlich. Benötigt ihr eine Vorauszahlung? Ja, bitte. Wie hoch soll diese ausfallen? Ja, du kannst das Ganze mit ihm verhandeln. Währenddessen springen wir zu Isarun. Ja, ich mache mich auf den Weg zum Ingerim-Tempel, um dort mal Empfehlungen in Sachen Schneiderzunft abzuholen. Die werden selber natürlich keine Zeit haben. Sie können dir dann aber sagen, dass du in Eschenrod das Handwerkerviertel findest. Da ist auch noch ein eigener Ingerim-Tempel für das Handwerk. Und dort könntest du dich dann informieren. Du reist ein bisschen durch die Stadt und wirst dann dort auch, nachdem du dann mit einem Ingrim-Geweihten gesprochen hast, kannst du dann da auch auf einen Schneider treffen oder dir den dann schicken lassen. Sie werden dir dann selbstverständlich ein. Der Zunftschneider in Richtung Witweputz schicken. Ja, dafür sind die da. Mhm. Gut, dann würde ich halt mit dem noch absprechen, dass wir auch vorhaben, Gala-Kleidung einzukaufen und da kann man ja dann heute schon Maß nehmen für. Ja, brauchen Sie noch einen Coiffeur für heute Abend? Sie sind selbstverständlich geladen zum Turnier, nehme ich an, oder? Ach, diese Spitzen. Sie müssten mal wieder Ihre Strähnchen schneiden lassen. Ihr habt vermutlich recht. Ja, ich war tatsächlich schon... Gar gräuslich. Ach, da werde ich noch einige andere. Ein Friseur, ein Coiffeur, ein Barbier, einen Schneidermeister. Oh, wie könnt ihr denn nur so rumlaufen, Kind? Ja, ich weiß auch nicht. Also, mein Vater wird sich vermutlich schämen. Gräuslich. Wann habt ihr denn das letzte Mal gebadet? Verzeihung. Heute Morgen natürlich. Heute Morgen? Er schnuppert mal so ein bisschen an deinen Haaren. Oh, gräuslich. Was für ein Shampoo benutzt ihr denn? Ein was? Ein Shampoo. Eine Seife. Oh, Seife. Ja, natürlich. Kernseife? Aha, Kind. Ich muss euch noch so viel zeigen. Meint ihr sicher, dass ihr es schafft, heute Abend noch zu der Gala mit der Reichsregentin zu gehen? Ja, selbstverständlich. Wenn sie lädt, dann sagt man nicht nein. Ach, da brauche ich ein Wunder. Ein Wunder von Ingrim. Ich bin mir sicher, dass ihr es mit der Gunst des Gottes schaffen werdet. Ha! Satinaf möge mir helfen. Soll er die Zeit einfrieren? Ich habe so viel zu tun. Ich hoffe, dass eure anderen Begleiter nicht auch so aussehen wie ihr. Naja, nicht alle. Ja, und so wirst du begleitet von dem Schneidermeister, von dem Coiffeur. Ab und zu, ja, er zieht dich dann einfach mit. Kannst du dann in den verschiedenen Geschäften herumlaufen und mit einer großen Runde von ungefähr 6 Handwerkern kannst du dann bei Putzens eintreffen. Hervorragend. Die beginnen auch sofort mit der Arbeit. Die haben immerhin unglaublich viel zu tun. Ah, Kiras. Ja, ich begleite Yadan zum Tempel und danach schleppe ich ihn mit zu den Thermen, um die auch gleich zu organisieren. Ja, zum Fuchsbau möchtest du, ne? Zum Theater. Ja, genau, Theater, Fuchsbau. Ist ein Fex-Tempel, weiß nur keiner. Ja, da trefft ihr auf, ich glaube, da möchte Ömer auch mitkommen, ne?
Nee, immer hat leider eigenes vor, deswegen kann er halt nicht. Okay, dann seid ihr nur zu zweit. Ah, bonjour, Yalan, comment allez-vous? J'espère que tout va bien. L'année est passée si vite, tout m'a manqué. J'attendais tant de toi. Ich spreche kein Horati. Je suis tellement content. Oh, Yalan, es ist doch schön, euch nach einem Jahr wiederzusehen. Ah, es ist so viel passiert. Es ist so viel. Ich habe so viel von euch gehört. Wen habt ihr denn? Ah, so ein Reyani. Schön, dass ihr mir Gesellschaft bringt. Ich sehe, ihr habt das Dach repariert. Ja, das war dringend nötig, nachdem das ganze Fuchsbautheater stand unter viel Feuer und aber wir haben es ja geschafft. Ihr müsst wissen, Ihre Gnaden, wer seid ihr? Ich bin Marischal Tapalto. Der Theatermeister. Ach, freut euch, kennenzulernen. Chiaras Carino. Ah, Chiaras Carino aus dem Hause der Grandenfamilie. Ah, dieser tapfere Ritter hat mich gerettet. Mich aus einem Schrank, während oben im Theater es hat gebrannt und es gab eine große Explosion. Ja, er ist wahrlich ein Held. Deswegen konnte ich mich selber schon oft vergrößern. Also gut, was führt dann euren Weg jetzt zu mir? Nun, ihr wolltet doch sicherlich schon immer eine Theateraufführung in einem etwas anderen Ort organisieren. Aber ich bin immer zu Späßen aufgelegt. Wie kann ich euch... habt ihr einen Auftrag für uns? In der Tat. Carino, wollt ihr es ihm nicht am besten beschreiben? Ihr steckt in der Planung mehr drin als ich. Selbstverständlich. Ja, wir haben einen Auftrag für euch. Und zwar einen sehr großen. Und einen, der leider viel Arbeit und sehr viel Improvisation erfordert. Auf Schnelle. Wir planen eine Gala zu veranstalten am 3. Peraine. Und dafür würden wir gerne euch anheuern, ein Heldenepos vorzuführen. C'est une bonne idée. Ich bin dabei. Ein Heldenepos von euch, von euren Begleitern. Ist der kleine Ömer da? Ist Abelmir und Torgosch und Iolaus, sind die auch anwesend? Ah, euer Stück... Das wird sicherlich eine begnadete Reise. Ein Elden-Epos, das seinesgleichen sucht. Spezieller wollen wir, dass ihr drei Szenen vorspielt. Die drei Höhepunkte unserer Reise. Ich denke, es wird euch gefallen. Ich würde natürlich gerne noch ein wenig genauer mit euch darüber reden. Ich habe ein wenig vorgearbeitet, um euch Inspiration zu geben und die wichtigsten Szenen zu erklären. Trois pièces de théâtre. Oh, ich darf zusammenarbeiten mit einem Rayani. Das wird herausragend. Und selbstverständlich werdet ihr vor Rang und Namen in ganz Gareth vorspielen. Ah, oh, c'est une bonne idée. Ich bin begeistert. Ich bin mir sicher, wir werden gute Freunde werden. Ich sehe, ihr beide versteht euch jetzt schon hervorragend. Derweil bei Ömer. Nimmst du auf ihn mit oder gehst du alleine? Ömer wollte jetzt alleine gehen. Außer Rafin will mit, also Ömer sagt nur, ich muss Söhne besorgen. Ja, ich würde mir Kleidung besorgen. Für heute Abend. Hast du schon was zum Anziehen für heute Abend? Nö, ich dachte, Isarun besorgt Kleidung für heute Abend. Ja, aber ich bin selber Schneider, ich will das selber machen für mich. Ah, okay. Nö, also, du siehst auf jeden Fall, dass Rafim keine hat. Gut, nee, dann besorge ich mich alleine. Ja. Gut. Ja, fragst dich ein bisschen herum und kannst dann zum Ostmarkt gelangen. Wo du, Wolle? Nein, man will natürlich jetzt hier schon vorgefertigte, am besten was kaufen, wo man sich denkt, okay, das ist zwar jetzt recht teuer, irgendwie so ein Seidengewand, thulamidisch angehaucht. Das eben aus jetzt hier Seide besteht und was er dann eben selbst anpassen muss. Wo eben die Größe nicht ganz passt, wo der Schneider dann vielleicht irgendwie erklären würde, oh, ich habe nicht so viel Zeit und immer einfach sagt, nö, ich nehme es einfach so mit. Ich habe meinen eigenen Schneider, wird immer dann einfach behaupten. Okay.
Ja, das soll gelingen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich dann auch, vielleicht läuft man Isarun irgendwo in Ashenrod über den Weg. Vielleicht auch nicht, könntest du dir überlegen, aber generell würdest du dann auch sowas in Ashenrod wohl bekommen, da wo die Handwerkermeister sind. Ja, dann wird man dort natürlich hingehen, um dort sich ein teures thulamidisches Wickelgewand zu holen. Ein Wickelgewand? Ach nee, Moment, ich muss mal auf mein Bild gucken. Was habe ich mir denn da ausgedacht? Nein, nein, das ist ein Oberteil mit Pluderhose und mit Schärpe und Turban. Ja. Nein, sowas. Ja, okay, gut. Speziell, aber kriegst du hin, vor allem bei den Schuhen müsstest du noch ein bisschen nacharbeiten. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber das bekommt man hin. Zur Not könnte man auch sonst die Alien-Stiefel nehmen, aber wenn du dann so wirklich dann, ja, so thulamidische Schlappen haben möchtest, das bekommst du dann mit einer Nähen-Schneidern-Probe, bekommst du das noch rechtzeitig hin. In dem Zeitdruck, sag ich mal, Schneidern plus 3. Das zählt ja zum Festgewänderteil, denke ich mal, oder das zählt zum Festgewandteil der Spezialisierung, oder? Wenn du, weil das ist ja kein Flickschneiderei und sowas. Wenn du eine Spezialisierung drauf hast, dann darfst du sie benutzen. Dafür ist das auch, glaube ich, da, diese Spezialisierung. Dann habe ich noch Zündstelle übrig, tatsächlich plus 3. Ja, das reicht auf alle Fälle. Dann kannst du dann auch noch in der restlichen Zeit nicht nur deine Schuhe bearbeiten, sondern eben auch nochmal die Schärpe ein bisschen höher nähen, damit die dann eben nicht auf der Gürtelhöhe sitzt, sondern auf Bauchnabelhöhe. So wie es sich geziemt. Genau das will ich immer tun. Gut, dann hast du zumindest schon mal deine Sachen parat. Rafim. Ja, ich besorge mir wieder ein Kind, gebe diesem 5 Heller und sage ihm, ich müsste bitte einmal zum Chortempel. Okay, ja, du wirst wieder in Richtung Chortempel geleitet. Ja, ich finde dieser verfluchten Stadt nichts. Ja, wenn ich diesen Chortempel betrete, finde ich die gleiche Geweihte, die ich letztes Mal gefunden habe. Ja, das ist die Vorsteherin hier, Coriana Ronfortes. Ah, perfekto. Ja, ich stürme da rein, als würde mir der Tempel gehören, natürlich. Ah, mein Freund, mein voriger Freund, Rafim. Schön, dass ihr hier seid. Da seid ihr. Ich habe neue Aufträge, hoffentlich gut bezahlte Aufträge. Bezahlt ist immer gut. Ja, habe ich auch gedacht. Wie kann ich euch helfen? Wir organisieren eine Gala, ich weiß nicht. Ich reise mit einem Herrn namens Jalan herum, ein Drachentöter, ist ja auch egal. Ist das dieser Auftrag, der besonders gefährlich ist mit diesen 50 Leuten, die ich euch umsonst gegeben habe? Nein, es geht hier um einen anderen bezahlten Auftrag. Es geht darum. Ein zweiter Auftrag, perfekt. Ja, habt ihr schon mal etwas abgesichert, ein Fest oder sowas? Bestimmt. Na, ich selbstverständlich. Ja, es geht um zwar die Absicherung. Der Weg des einfachen Goldes. Genau, vermutlich der Thermen. Der Sender-Thermen, ach, ich weiß auch nicht. Ich komme noch mal vorbei, deswegen, ist auch egal. Die Kaiser-Thermen, die sind hier direkt nördlich des Iraya-Tempels. Richtig. Also am Tag, wo auch die Streitwagenrennen stattfindet, da bräuchte ich so, wie viel Mann könnt ihr dafür auftreiben? Ich brauche Söldner, die vernünftig aussehen, die sich vernünftig benehmen, aber die auch ordentlich auf die Schnauze hauen. Wenn ihr wollt, dann kann ich euch 4 Banner zur Verfügung stellen. 4 Banner. 200 Mann, die gewillt sind, jeder mit ihrem Leben zu verteidigen. Was kostet denn so einer? Ja, wir sind hier nicht die großartige Dukatengarde außer Landfahr. Ich würde sagen, bei deren Ausbildungsgrad gebe ich ihnen ohne einen Gefahrenzuschlag, sagen wir, etwas weniger als 2 Silber an diesem Tag. Wenn das nur ein Tag sein soll.